Jo, hallo Leute, hier ist er wieder, euer Gravel Pit. Herzlich willkommen zurück zum Zelda Adventure. Ja, um ehrlich zu sein, ist die Zeit weg. Wo ist die Zeit hin, Leute? Da lief nur irgendwie 6 Minuten ab oder so ein Quatsch. Irgendwie ist das weg. Ich bin ja rausgegangen dann und ja, jetzt ist es halt weg, ne? Ich weiß auch nicht, wo es hin ist. Ich weiß auch, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr, wofür die Schalter waren. Ich habe alles vergessen. Seit der letzten Aufnahme, die noch nicht mal so lange her ist. Normalerweise nehme ich immer den nächsten Tag auf. Heute, an dem der Party hochkommt, habe ich aber leider keine Zeit aufzunehmen. Deswegen habe ich gestern aufgenommen. Also heute, an dem ich jetzt aufnehme, ist eigentlich der von gestern gewesen, der Tag. Ja, und deswegen habe ich eigentlich, um ehrlich zu sein, gerade überhaupt... Ah doch, oben ist die Treppe. Ja, doch. Doch, ich weiß es wieder. Ich weiß es wieder. Ich habe es herausgefunden. Geilo. So, dann wollen wir uns mit unserem Interhaken mal durch die Weltgeschichte schwingen. Und irgendeiner von euch sagte schon, ja, das Spiel wird noch viel schwieriger, als es bisher ist. Und ich frage mich, wie... Ne, leck mich. Ah. Ich frage mich, wie viele Sachen es noch gibt, weil so groß kann der Tempel doch eigentlich gar nicht mehr sein, oder? Das sieht für mich stark nach Endboss da hinten aus. Obwohl, ne, noch nicht. Es gab ja noch keine Tür. Aber was ist es dann? Ein Zwischenboss? Das sieht mir nach Boss aus. Das sieht mir nicht nur nach Boss aus, das ist auch ein Boss. Und das sieht gar nicht gut aus. Ja, dankeschön. Ja, leck mich doch. Was soll das denn eigentlich? Er ist ja mal voll, der Assi. So, warte mal. Ich brauche das hier. Ja, warte mal. Nee, das war irgendwie falsch. So, ganz dringend brauche ich das. Und zwar... Schalter Nummer 1. Schalter Nummer 2. Ah, dankeschön. Na ja, gut, dann können wir es auch eben so machen. Ah, dann können wir es auch eben manuell machen. Ja, dankeschön. Ja, töte mich doch. Ich würde gerne die Schalter mal kurz alle umlegen. Danke. Keine Ursache. Ja, yeah, ich bin auch gleich fertig. Mach dir keine Sorgen. Bleib mal kurz stehen. Ich habe gerade keinen Bock auf dich. So, jetzt legen wir mal kurz die Schalter. Ja, es ist auch in Ordnung jetzt. Wirklich. Ja, toll. Das habe ich ja gut gemacht. Wo bin ich? Was? Ja, geil. Hauptsache die Bossmusik geht noch weiter. Oh, wo bin ich denn? Ja, das ist mit Sicherheit ein Raum, den ich nicht nochmal betreten. Hä? Da oben? Ne, Moment mal. Hä? Was? Wie weit bin ich denn zurück? WTF? Ich fühle mich ja praktisch, hätte mich... Ja, toll. Ich fühle mich, als hätte man mich den ganzen Weg zurückgeschickt. Scheiße, jetzt habe ich kein Schwert. Ja, okay, wir müssen das mal kurz ein bisschen wie Männer regeln. Mach mal eben. Aua, tut weh. Ah. Komm, ich hab die Ultra-Rüstung an. Jetzt hör auf zu brennen. Warum geht die Musik immer noch? Aber die Musik, die ist geil. Ich mag die Musik. Ich fand die schon immer geil. Das war, glaube ich, auch die Musik im Dodongos Höhle bei den Echsen. Könnt ihr euch erinnern? Da waren diese Echsen und die waren heftig. Also, naja, im Grunde waren die nicht schwer, aber als ich klein war, waren die heftig. Da kann ich euch aber einen erzählen. So, ich denke mal, wir müssen alle Schalter umlegen und dann ist auch schon GG. Das Problem ist nur, leg erstmal alle Schalter um. Ah, nee, alle müssen runter. Oder nicht? Müssen nicht alle runter? Hä? Hä? Nicht? Da ist einer oben. Geh weg! Leute, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ach, jetzt läuft die Zeit auch mal wieder. Jetzt... Weißt du, wenn ich schon so gut wie durch bin, dann fängt die Zeit wieder an zu laufen. Sehr gut gemacht, sehr gut. Sehr geiles Spiel. Ja. Hä, das verstehe ich überhaupt nicht gerade. Ich verstehe überhaupt nicht, wie das funktionieren soll. Aber überhaupt nicht. Wie soll das funktionieren? Ich habe da die komischen Schalter. Ja, okay. Die Schalter habe ich. Ja, das verstehe ich. Die habe ich jetzt alle umgelegt. Man muss bestimmt irgendeine geheime Schalterkombination herausfinden. Hä, aber wie soll ich das denn tun? Seid ihr verrückt? Das verstehe ich nicht. Ah, da sind Schalter oben. Ja? Komm schon. Ah, ich bin gut im Rennen, ich bin gut im Rennen. Oh mein Gott, bin ich gut im Rennen. Die treffen mich nicht, die Lose. Ich bin gut im...
Ich bin nicht gut im Rennen. Yeah! Ich bin so der Master, Alter. Ich bin so heftig der Master. Geh da rein. Ja. Na, jetzt verbrennen, Alter. Verbrennen. Ha, ist das nicht schön, wenn man da mal richtig schön verkackt in dem Ding drin? Ist das nicht schön? Hä? Freut man sich da nicht? Ich freue mich da mega drüber gerade. Ist das nicht geil, Leute? Und weg ist er. So, jetzt habe ich nur noch einen von denen und dann ist schon GG. Ja, der war ja easy. War ja gar nichts. Komm, sei mal ehrlich. Ah, Moment. Da war ja noch gar nicht der Boss. Scheiße. Ich erinnere mich. Da war ja nur der Zwischenboss. Bah. Okay. Das ist natürlich jetzt eine ganz andere Dimension, in der wir uns befinden, Leute. Scheiße, das war nur der Zwischenboss. Und jetzt ist... Und ich habe nur 6 Minuten oder was? Meint ihr doch nicht ernst. Was passiert denn, wenn die 6 Minuten vorbei sind? Bin ich dann gebannt für immer? Oder ist dann komplett Ende oder was? Also ich meine, normalerweise denke ich mir, mehr als sterben kann ich ja nicht, ne? Und dann fange ich halt irgendwo wieder an. Und dann ist halt... ja, ne? Da bin ich jetzt aber mal echt gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich ja mal gespannt. Vor allem bin ich auf den Boss gespannt. Was soll denn der Boss für einer sein dann? Irgendjemand von euch sagte auch so von wegen, ja, ich glaube bei Part 30 gibt es den Endboss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, was glaubst du eigentlich, was ich für Noob bin? Part 30 erst beim Endboss, wo lebst du? Und mittlerweile denke ich mir, ja, ja, was glaubst du eigentlich, was ich für Noob bin? Part 30 wäre schön, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. So, hopp. Und da auch mal hin. Ja, wo war das denn jetzt? Ich habe schon wieder alles vergessen. Alles. War doch hier irgendwo. Hä? Ah, das ist schon voll lange zurück hier. Ah, das mit dem Enterhaken ist echt geil. Ah, sogar das nicht. Ah, sogar. Okay, ich... Oh mein Gott, das war jetzt knapp. Hier müssen wir lang. So, yeah. Alles klar. Was haben wir denn hier unten Schönes? Ist da irgendwas für mich dabei? Boah, ey, der hat aber auch gelitten, der Gary. Der haut aber auch einen geilen Raum nach dem anderen raus. Zieh euch das mal rein, ey. Da kommst du doch wirklich nicht mehr klar. Da hat mal ein Foto gemacht. Oh, nee, ey. Ah, Omo Shiroi, der ist, nee. Totem Omo Shiroi, der ist, nee. Fuck, ich bin runtergefallen. Damit da. Okay, wartet nur ab, Leute. Wenn ich den Raum erstmal gemeistert habe, dann geht es ab. Dann holen wir uns den Boss-Schlüssel, dann gehen wir in den Boss rein. Dann gucken wir kurz, ob wir Volvagia vom Thron stürzen. Volvagia ist der Originalboss im Feuertempel von Ocarina of Time. Alter, schreck mich doch mal mehr, Alter, du Ratte. Aber irgendwie, im Originalteil das sieht nicht... Aha. Im Originalteil... Das erinnert mich hier irgendwie an den Wassertempel gerade, muss ich sagen. Ich meine, der Enterhaken erinnert auch an den Wassertempel, aber das erinnert alles noch viel mehr an den Wassertempel als alles andere. Hey! Dankeschön. So. Ja, geil! Hör mal. Da freue ich mich ja wieder. Euch freue ich mich immer, euch Bogenschützen zu treffen. Das ist immer voll geil. Raste da drin mal ruhig aus. Raste doch mal mehr aus. Ja, natürlich. Ja, lebe! So, okay. Jetzt. Aha. Was ist das denn? Da ist irgendeine Plattform drin. Ja, die will ich haben? Ja, irgendwie ja schon. Ich muss die Sachen auch darüber buxieren, ne? Ah, alles klar. Ja, dann. Lass das Spektakel. Komm mal, habt ihr. Findet ihr das gut? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht so. Voll krass. So, wo komme ich hin? Du Sack, da wollte ich noch nicht hin. Okay, egal, ist aber nicht so schlimm. Ja, geh hoch. Ja, lass fallen, stirb. Okay, auf die andere Seite, alles klar. So, da muss ich jetzt aber echt filigrane Arbeit leisten, weil wenn mir das an der falschen Stelle runterfällt, dann glaube ich, kriege ich das nicht so schnell wieder dahin, wo es hin soll. Okay, aber mein Gott, filigrane Arbeit ist mein Spezialgebiet. Niemand kann filigraner arbeiten als ich. Oder vielleicht doch. Ja, passt. Tschüss. Alles klar, Nummer 1 ist im Kasten. Und Nummer 2 holen wir jetzt auch noch einen Kasten. Und dann gibt es auch schon den Cut des Cutes von From the Cutman. Nicht der Cardman, sondern der Cutman. Ja, das passt auch. Jetzt gehe ich da runter. Oh, bin schon angekommen. Oh, zack.
Boah. Yeah. Geil. Alter, ne. Guckt euch das an. Das sind die, da muss man normalerweise, die Hymne der Zeit ist es, glaube ich, vorspielen vor den Dingern. Das erinnert mich auch eigentlich, ja, das erinnert mich zum einen an den Feuertempel, zum anderen auch an den Wassertempel. Ah, und das erinnert mich an den Feuertempel. Man kann nicht überall durchgehen, ihr Schweine. Okay, wir werden uns das im nächsten Part ansehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zugucken, euer Gravel Pit. Ciao.